Das ist doch voll der Clickbait, oder? 1400 Kilometer ohne Aufladen mit dem Elektroauto. Wie soll das funktionieren? Ja doch, das wird funktionieren mit diesem Fahrzeug hier. Und ich zeige es euch jetzt. Ja, wir fahren von Berlin nach Amsterdam, von Amsterdam zurück nach Berlin. Das sind 1400 Kilometer und ich werde nicht einmal aufladen. Das wird richtig cool. Ich bin Robin von Robin TV. Hier dreht sich alles ums Thema Elektromobilität. Und wir machen jetzt einen langen Roadtrip mit dem Elektroauto, ohne laden zu müssen. Ja, ich weiß, ihr fragt euch, wie soll das funktionieren? Ich steige jetzt gerade in den NIO EL6. NIO ist eine neue Marke aus China. Ja, und die bieten Batterietauschstationen an. Das heißt also, ich muss nicht laden, sondern kann in 5 Minuten die Batterie tauschen gegen eine vollgeladene und dann wieder weiterfahren. Und die haben tatsächlich verschiedene Tauschstationen in ganz Europa. Ja, es gibt noch nicht so viele, die bauen die gerade auf. Aber tatsächlich, jetzt schauen wir mal zusammen, sollte es funktionieren, dass ich einmal von Berlin nach Großburg-Wedel fahre. Das wäre jetzt die erste Station. Das checken wir jetzt gleich mal, ob das klappt. Und dann von Großburg-Wedel kurz vor Amsterdam an so eine Station. Das klären wir dann gleich nochmal. 3 Stunden 41 Minuten. 400 Kilometer? Irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Was sagt Google Maps? Genau, da habe ich es nämlich schon eingegeben. Wenn ich dahin navigiere, sagen sie, 3 Stunden, 4 Minuten, 283 Kilometer. Mist. Jetzt muss ich hier mit Google wieder navigieren. Komisch. Jetzt haben wir irgendwie nochmal geguckt, wie das in Amsterdam aussieht, auch mit den Öffnungszeiten der Swapping Stations. Und jetzt haben wir die Navigation wieder gestartet und plötzlich hat das jetzt richtig gemacht. Na gut, richtig ist auch nicht ganz, weil Google sagt, wir brauchen 3 Stunden 6 Minuten und er sagt 2 Stunden 40 Minuten. Aber hey, jetzt hat er immerhin sozusagen die richtige Strecke drin. In 9 Minuten sind wir an der Swapping Station in Großburg-Wedel. Soweit eigentlich alles wunderbar gelaufen bisher. Auto fährt sich richtig ruhig und angenehm und so. Ist echt eine schöne Sache, da kann man sich nicht beschweren. Jetzt ist aber die große Frage, wie läuft es jetzt ab mit dem Swapping? Ich habe das nur ein einziges Mal gemacht und dann bei so einem Media-Event. Naja, da kann man ja immer viel schön machen als Hersteller. Deswegen ungeschönt. NIO weiß auch nicht, dass ich an der Swapping Station bin. Wie ein echter Nutzer komme ich da jetzt an. Und ja, wir werden gleich sehen, wie das alles abläuft. Ich bin echt schon gespannt. Und mein Producer hier hinter der Kamera hat gerade zu mir gemeint, weil wir haben gerade ausgerechnet, wo wir an die zweite Swapping Station gehen. Und die ist so 320, 330 Kilometer entfernt. Dass wir nur eine 90% vollgeladene Batterie bekommen, also nicht ganz vollgeladen. Na gut. Wir werden sehen. Das ist schon mal interessant. Jetzt kommen wir hier in die Nähe. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Isern-Hegener Straße. Jetzt hat sie auch gerade gesagt, dass keine Autos in der Warteschlange sind und die Bestellung aufgegeben ist. Das wird hier auch nochmal bestätigt. Da kann man sogar noch jemanden anrufen, wieso auch immer. Also das ist schon mal ganz cool. Da sind wir. Sie sind dran. Übergeben Sie Ihr Fahrzeug an den Spezialisten. Ja? Zack. Und jetzt muss ich mich, glaube ich, hier so hinstellen. Ja, das ist die Frage. Das geht irgendwann auch vollautomatisch. Ich glaube, jetzt müssen wir das erstmal über den Kollegen machen. Das machen wir da jetzt einfach mal. Gehen wir zusammen raus. Okay, das heißt, das läuft jetzt nicht automatisch ab, sondern du machst den Rest jetzt, oder wie? Nee, eine von euch macht es. Ah, okay. Mhm. Genau, aber es läuft ja alles automatisch. Läuft alles und ich bleib drin sitzen, oder wie? Du bleibst drin sitzen. So, jetzt bin ich im Auto und jetzt steht hier dran, Sie sind dran, bitte starten Sie den Vorgang. Na, dann mache ich das doch mal. Ich drücke auf Starten. Bitte parke dein Fahrzeug, Mann. Gut gemacht. Jetzt kannst du tippen, um in der Batteriewechselstation zu parken. Genau, jetzt hat sie mir erklärt, dass ich in diesem Bereich parken muss. Das habe ich ja schon gemacht. Und dann tippen wir hier drauf. Wir parken jetzt ein. Oh, jetzt. Deine Umgebung. Jetzt passiert alles von alleine. Die Tür öffnen und nicht das Lenkrad übernehmen. Mach mal die Scheibe zu. Du kannst auf die Bremse treten, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Okay. Jetzt erklärt sie mir, wie das alles abläuft. Ich sehe auch hier, wie sich das Auto bewegt. Hier passiert alles von alleine. Ich habe die Füße weg. Ich habe die Hände weg. Sie sagt natürlich nochmal, ich kann auf die Bremse treten, wenn ich mich nicht wohlfühle und so weiter. Aber das geht echt schön, entspannt, langsam. Also das ist gemütlich. Hat mir jetzt nicht so das Gefühl, der rast da rein. Hey, seht ihr da? Der passt ja richtig schön auf diese Station hier. Da geht es ja schon ein bisschen hoch. Das ist schon abgefahren. Ich mache wirklich überhaupt gar nichts. So, zack. Jetzt steht er hier. Ich habe das Fahrzeug geparkt.
Ja, jetzt wird hier nochmal alles erklärt. Okay, dann mache ich jetzt Batteriewechsel starten. Wird vorbereitet. Bitte warten, der Lenker. Batteriewechsel wird in Kürze beginnen. Während dieser Zeit kann das Fahrzeug rütteln und Geräusche machen. Oh, jetzt werden wir hochgefahren. Jetzt fährt es ein Stückchen hoch. Hier ist alles aus. Ui, oh, hier, hört ihr das? Ja, da vorne, die stehen alle jetzt, ne? Und laden da. Wir stehen hier in der Tauschstation und es wird getauscht. Diese NIO Swap Station hat praktisch hier an der Seite wie so eine Batteriegarage, so muss man sich das vorstellen. Das heißt, jetzt praktisch hier neben uns sind mehrere Akkupacks, mehrere Batteriepacks praktisch gelagert und die werden dann schonend aufgeladen. Das ist also ein bisschen so eine Magie von NIO. Also die Idee dahinter ist, man muss nicht die hohen Ladeleistungen die ganze Zeit bieten. Also so kann man so eine Swapping Station auch an Orte stellen, wo vielleicht nicht die höchsten Ladegeschwindigkeiten möglich wären, weil die Batterien relativ entspannt hier in diesem Batteriehotel da an der Seite praktisch aufgeladen werden. Gekauft. Batterie ausgetauscht. Ah, jetzt ist er ausgetauscht. Bitte pass gut auf, wenn du rausfährst. Also das ging jetzt alles wirklich sehr entspannt. Wir sind aber tatsächlich auf 90% oder sogar 89%. Jetzt muss ich natürlich gleich mal ein bisschen rumzirkeln. Aber gut, es sollte vielleicht gerade so passen, dass wir da zur nächsten Tauschstation kommen. Aber es ging jetzt alles so schnell. Ich habe trotzdem Hunger, muss jetzt noch was essen. Oder ich will jetzt noch was essen. Das ist natürlich, ja, unnötige Zeit, wenn man so will, extra. Aber hey. Der Magen muss auch gefüllt werden. Und wir sind wieder swuppdiwupp auf der Autobahn. Als nächstes sind wir dann bei der Swapping Station in Apeldoorn. Und dann sind es auch danach nur noch 100 Kilometer nach Amsterdam. Und dann sind wir auch schon da, gell? Ah, das wird richtig schön, das wird lecker. Und da sind wir in den Niederlanden. Juhu! Und das aus Berlin ohne aufzuladen, nur mit einmal tauschen. Und wir sind tatsächlich auch in 50 Minuten an der nächsten Tauschstation in Apeldoorn. Wir sind nur noch 300 Meter entfernt. Das ist immer so, bei Ladestationen auch. Wo man noch nie war, wo sind sie? Wo leuchtet's? Auftrag erteilt. Was? Es sind 0 Personen vor uns in der Warteschlange. Den Termin wahrzunehmen, so bald wie möglich zur Batteriewechselstation fahren. Kontaktiere NIO PowerCore, wenn du Hilfe benötigst. So, dann fahren wir da mal. Ach, sie sind dran. Guck mal, starten. Mache ich jetzt mal. Ja? Drück mal starten. Zack. Bitte parke dein Fahrzeug manuell im Startbereich für den Batteriewechsel ein. Jetzt siehst du das schön hier oben. So, jetzt fortsetzen. Hier ist überhaupt gar niemand, oder? Guck mal, da vorne fast in den Busch. Siehst du das? Das ist ja auch geil. Oh, alles noch gut. Das ist schon irgendwie abgefahren. Und ganz schön hell. Juhu, es ist wieder Tageslicht. Bist du glücklich? Ich habe das Fahrzeug geparkt. Ja, jetzt erklärt sie alles. Das haben wir vorher schon, habe ich das alles schon gemacht. Und zack. Wird vorbereitet. So. Der Batteriewechsel wird in Kürze beginnen. Also ich mache gar nichts. Wir sind ganz entspannt. Batterie ausgetauscht. Ja, das war jetzt schon ganz schön abgefahren. Also sagen, wir sind mit 10% angekommen. Jetzt sind wir auf 89%. Und das wirklich original in 5 Minuten. War auch ein ganz schönes Gezittere, weil wir mussten sehr langsam fahren, um die nächste Swapping Station zu erreichen. Das muss man auch dazu sagen. 90 km/h auf der Autobahn ist auch nicht so schön. Wenn natürlich jetzt die Dichte an diesen Tauschstationen zunimmt, dann ist das natürlich schon richtig cool. In 4 Minuten, glaube ich, sind wir wieder auf der Autobahn und dann sind wir auch gleich am Hotel. Wir sind am Ziel angekommen und es hat echt alles gut geklappt. Hier fahren übrigens in Amsterdam sehr viele von diesen Opel Roxys rum, diese Mikrofahrzeuge. Total cool und auch ganz viele andere. Schreibt es doch mal in die Kommentare unterhalb des Videos, ob ihr vielleicht auch Videos über solche Fahrzeuge sehen wollt, weil wir hatten da vielleicht was geplant, aber wir brauchen euer Feedback, ob ihr das auch sehen wollt. Wir gehen jetzt am Wochenende praktisch Samstag und Sonntag 2 Tage lang auf das Fully Charged Live Event. Wirklich richtig cool. Alles dreht sich um Elektromobilität und erneuerbare Energien. Und wie das gelaufen ist, das seht ihr jetzt hier.
Wir hatten zwei erfolgreiche Tage beim Fully Charged Live Event in Amsterdam, haben echt coole Autos für euch entdeckt und tolle Videos gemacht, die hier alle auf dem Kanal erscheinen. Und ich habe eine meiner Idole getroffen, Robert Levlin, oder wie man ihn ausspricht, praktisch den Macher und Gründer hinter Fully Charged, dem coolsten YouTube-Kanal zum Thema Elektromobilität und erneuerbare Energien. Und wir fahren jetzt wieder zurück, ja, und dann auch wieder mit zwei Tauschvorgängen. Das machen wir aber richtig schön, schnell und knackig. Obwohl in Amsterdam ja alles voll war mit Ladestationen, das ist unglaublich, haben wir dort nicht geladen. Ja, wir sind jetzt bei 33%, also sind voll Amsterdam mit der gleichen Batterie, wie wir sie hier bekommen haben, ohne aufzuladen, wieder zurück in Apeldoorn. Und jetzt fährt das Auto wieder rein und wenn alles gut läuft, haben wir die gleich wieder getauscht und fahren mit einer 90% vollen Batterie weiter nach Großburg-Wedel. Batterie ausgetauscht. Zack. Bitte pass gut auf, wenn du rausfährst. Also unter 4 Minuten der komplette Tausch. Dann auch davor vielleicht 30 bis 60 Sekunden einparken. Also in 4 bis 5 Minuten alles abgeschlossen. Wir haben es tatsächlich geschafft zur letzten Tauschstation, zum letzten Swappy. Na dann mal los. Und auch beim 4. Mal hat alles wieder wunderbar geklappt. Max fährt jetzt hier raus. Wir machen aber nochmal einen Fahrerwechsel. Jetzt fahre ich nochmal die letzte Strecke zurück nach Berlin. Und dann melden wir uns nochmal mit einem kleinen Abschluss und einem Fazit. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder zurück. 1400 Kilometer. Ja, Berlin, Amsterdam, Amsterdam, Berlin. Und das ohne aufzuladen, nur mit Tauschen. Ich mache es jetzt auch kurz und knackig, weil mich hat es leider mit einer ordentlichen Erkältung erwischt. Max auch noch mal im Auto und auf dem Weg haben wir sogar noch direkt einen Unfall vor uns gesehen und war noch Ersthelfer. Gab aber zum Glück keine Verletzten, also alles gut ausgegangen. Ich bin da mal raus und freue mich auf eure Kommentare und aufs nächste Video. Bis bald, tschüss.